Hallo ihr Lieben, da bin ich nochmal heute, sehr unerwartet. Und zwar habe ich eine Ü-Post bekommen und ich dachte mir, dann filme ich die doch auch gleich noch mit ab. Und ja, das ist eine duftende Ü-Post und ich glaube, ich muss an dieser Stelle mal ein kleines bisschen meckern. Und zwar habe ich die Ü-Post bekommen von der lieben Maike. Wir hatten ja ein Tauschpäckchen gemacht, habt ihr vielleicht mitbekommen. Das Tauschpäckchen von ihr hatte ich ja schon gefilmt auf meinem Kanal. Das ist, das kann ich euch auch nochmal hier irgendwo verlinken, wenn ihr wollt. Ich glaube, es ist da oben in dieser Ecke diesmal. Ja, genau. Und ich habe der Maike dann ein Tauschpäckchen zurückgeschickt und sie hatte das Gefühl, sie muss mir noch was nachschicken, weil unnötigerweise, also total, sie gedacht hat, ich habe ihr zu viel geschickt, was überhaupt nicht der Fall ist und das hätte wirklich nicht sein müssen, aber ich freue mich natürlich trotzdem mega. Ich war so überrascht, ich dachte mir so, hä, was? Ich habe gar nichts bestellt, warum kriege ich denn ein Paket? Und ja, und dann sehe ich, dass das wieder von der lieben Maike ist und oh, ich sage dir jetzt schon mal vielen, vielen Dank, weil ich mich einfach so sehr darüber freue, aber es wäre wirklich, wirklich nicht nötig gewesen, also ganz ehrlich. Ja, das heißt, sie hat mir noch ein paar Kleinigkeiten eingepackt und ich dachte mir, dann machen wir das jetzt mal so rum, zusammen, vor der Kamera auf. Warte, ich zeige euch das mal direkt. Ich nehme mal hier die Duftpolsterfolie raus. Sie hat mir auch einen kleinen Brief dazu gelegt, den habe ich schon gelesen. Und ja, wie gesagt, es wäre wirklich nicht notwendig gewesen. Das hat sie total süß verpackt. Hier alles in so rosanen Servietten. Und ich mag ja Rosas, wisst ihr ja. So, ich stelle das jetzt mal hier drauf. Und ich nehme das jetzt einfach mal hier so nach und nach raus. Das ist so ein bisschen da so eingewickelt. Und ich bin sehr gespannt, was du mir jetzt noch eingepackt hast. So, einmal eine kleine Probe von einem der besten Kringle Candle Düfte. Okay, ein Tütchen. Darf ich jetzt raten? Ich bin ja mal gespannt. Oh, was ist das? Oh, der riecht lecker. Was ist das? Ich kann es echt nicht erraten. Der riecht frisch, der riecht so parfümig, so duschgelig. Duschgelig vor allem. Oh, der riecht echt lecker. Dann bin ich mal gespannt, den zu testen. Voll cool. Dann hat sie mir eingepackt Goose Creek Candle Rainbow Sugar. Oh, habe ich mir den nicht auch gerade gekauft? Ich bin mir gerade unsicher. Oh nein, ich glaube, den habe ich mir auch gekauft. Was aber ja cool ist, weil dann habe ich ihn auch gemocht. Hä, nee, das riecht irgendwie anders. Aber doch, das ist ja doch, oder? Ach, ich weiß es gerade nicht mehr. Doch, den habe ich mir bestimmt gekauft. Aber irgendwie riecht es anders. Ich habe keine Ahnung. Ich freue mich trotzdem. Umso mehr natürlich. Man kann davon nie genug haben. Dann... Oh, was ist das denn? Hier ist nochmal so ein Päckchen. Da hängt so... Guck mal, was ist das denn? Voll faszinierend. Das sind so ganz kleine, so, vielleicht sollte ich es mir vielleicht nicht so vors Gesicht halten. So kleine Wachsmelz, was steht drauf? Elixier by Goose Creek, Vanilla Buttercream. Okay, ich habe schon wieder die Hände vorm Gesicht, ne? Ihr seht gar nichts. Egal, das ist ja mal faszinierend, das habe ich noch nie gesehen. Ist ja interessant. Boah, das riecht auch total lecker. Und das sind auch ganz normale Melts, oder? Also die wirft man auch einfach in die Duftlampe, kannst du mir ja mal sagen. Aber ich denke mal schon. Oder? Sieht aus wie kleine Wachsmelts. Ja, kannst mir ja mal berichten, ob man die einfach in die Duftlampe werfen kann oder ob man da irgendwas beachten muss. Und dann haben wir das Ganze nochmal in rosa. Wishful Escape. Okay, bin gespannt. Ich sitze irgendwie schief. Boah, das riecht auch total lecker. Riecht irgendwie ein bisschen so fruchtig. Keine Ahnung, ich tippe jetzt irgendwie so ein bisschen auf Erdbeer oder so. Ich habe keine Ahnung. Riecht auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Machen wir weiter mit dem nächsten. Ich gehe mal schön hier aus dem Bild. Da ist noch so ein Päckchen. Da ist auch wieder, oh, das ist auch was von Kringle Candle. Oh, ich bin ja mal gespannt. Da haben wir einmal... Kringle Candle Egyptian Cotton. Kenne ich überhaupt noch gar nicht. Bin gespannt. Sag mal, jetzt gerade, warte mal kurz.
ich muss, wartet mal, ich muss nochmal von vorne anfangen. Hier mit dem, einer der besten Kringle Candle Düfte. Mir ist da gerade so eine Idee gekommen, ich muss nochmal dran riechen. Ist das Watercolors? Kann das sein? Ich weiß es gerade echt nicht, aber da ist ja, Watercolors ist doch so beliebt. Ist mir nur gerade so eingefallen, aber vielleicht liege ich auch total daneben. Egal. Also, Egyptian Cotton. Oh. Oh, der riecht aber auch richtig gut. Der riecht besser als Clean Cotton von Yankee Candle, glaube ich. Oh ja, der gefällt mir. Da bin ich mal gespannt. Sehr cool. Das ist auch mein neuer Standardsatz, ne? Da bin ich mal gespannt, bin ich mal gespannt. Ja, sorry, aber es ist, wie es ist. Dann hat sie mir eingepackt Kringle Candle Warm Cotton. Bin gespannt. Oh, der riecht auch gut. Interessant, ne, dass das alles so unterschiedlich ist. Oh ja, finde ich sehr, sehr cool. Das sind so richtig coole Düfte für mein Studio, weil das ist was, was jeder so gerne mag. Und das kann ich dann immer gut in meinem Studio anmachen, weil ich, kurz zur Erklärung, ich kann in meinem Studio nicht immer so die Food and Spice Düfte anmachen, weil meine Kundinnen das einfach teilweise zu extrem finden und nicht mögen. Und ich will ja auch niemand irgendwie Kopfschmerzen bescheren oder so. Und deswegen ja, versuche ich in meinem Studio so, ich sag jetzt mal, Wellness-Wohlfühldüfte einfach anzumachen. Und da zählt natürlich Cotton auch dazu. Ich habe schon mal das nächste ausgepackt. Party Light Morning Tide. Hört sich auch sehr cool an. Party Light hatte ich früher ja auch schon mal. Oh, das riecht auch gut. Das ist auch sowas. So ein frischer, leicht blumiger Duft. Auch perfekt für mein Studio. Richtig cool. Ach Mann, Maike, das wäre doch wirklich nicht nötig gewesen. Jetzt kriege ich ein schlechtes Gewissen. So, der nächste. Hier ist wieder ein Kringle Candle, sehe ich. Die haben ja diese typische Form. Und da ist noch einer. Oh, du spinnst doch. Du kannst mir doch nicht so viel Kringle Candle schicken. Oh, ich freue mich. Coconut Pineapple. Yay. Das ist auch echt eine meiner Lieblingsdüfte im Moment. So lecker. Vielen, vielen Dank. Das riecht so gut. Ich habe gar nichts von Kringle. Also jetzt hast du mich bis auf diesen, was hatte ich dir geschickt? Hot Chocolate, ne? Den du übrigens nicht anmachen darfst, wegen deinem Mann, hast du erzählt. Oh, und Pineapple Sunset. Oh, du Verrückte. Oh, der riecht ganz anders. Da fehlt das Kokos, aber ist auch nicht schlimm. Oh, der riecht auch gut. Oh, ich freue mich. Ja, von Kringle habe ich nur eine Watercolors, eine kleine, also so ein kleines Glas. Und jetzt diesen Hot Chocolate. Und ja, jetzt das, was du mir geschickt hast. Hier sehe ich nochmal Goose Creek, das hängt schon hier raus. Würde ich jetzt mal tippen. Und nochmal. Goose Creek Island Scents. Schauen wir mal. Oh. Interessant. Oh, das riecht auch gut. Ich bin, also heute ist, glaube ich, meine Nase irgendwie tot von den ganzen Düften, die mich heute schon überfordert haben. Ich kann heute nicht mehr Düfte raten, aber es riecht auf jeden Fall lecker. Und was ist das Blaue? Oh, Tropical Daydream. Oh, danke schön. Da hatte ich ja ein Daylight von, Daylight? Nein, das sind Fireflies von Goose Creek. Ich krieg das nicht hin. Das sind Fireflies, da hatte ich ja eins. Oh, das ist auch wieder mit Ananas und so. Oh. Mano. Oh, so lecker. Du machst mir jetzt das schlechte Gewissen. Eins haben wir noch. Dann ist es aber auch endlich leer. Da ist auch noch was drin. Oh, das ist was von Cheerful Candle. Das ist wieder so ein eckiges Teil. Cheerful Candle Juicy Apple. Boah. Das ist ja auch der absolute Hammer. Diese Cheerful Candle, das ist einfach total verrückt, wie intensiv die sind. Oh, der riecht so lecker nach Apfel. Also ich rieche da aber irgendwie auch Apfelzimt. Ich weiß nicht wieso.
Auf jeden Fall sehr lecker. Ja, das war das Paket von der lieben Maike. Wie gesagt, du verrückte Nudel, du. Das wäre wirklich nicht notwendig gewesen. Ja, das schreit ja förmlich noch nach einer Revanche. Mal schauen. Ja, vielen, vielen Dank auf jeden Fall, meine Liebe. Da hast du mich super mit überrascht. Also ich war wirklich, ich habe überhaupt mit keinem Paket gerechnet und das wäre eigentlich übrigens gestern schon angekommen, aber ich war gestern nicht zu Hause und hatte dann einen Zettel im Briefkasten und habe jetzt irgendwie den ganzen Tag gerätselt, was das für ein Paket sein könnte, weil ich eigentlich nichts bestellt hatte. Und ja, vielen, vielen Dank, meine Liebe. Wie gesagt, fühle dich mal ganz doll gedrückt von mir und ich freue mich wirklich mega, aber zum 100. Mal, es wäre wirklich nicht notwendig gewesen. Es war schon genug, was du mir vorher geschickt hast. Ja, ich hoffe, dir hat das Video gefallen und ja, ich hoffe, du freust dich, dass ich jetzt doch nochmal ein Video dran gehängt habe jetzt und dass du diesmal mich auch sehen konntest dabei. Und ja, genau, dann wünsche ich euch allen noch einen schönen Abend und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dahin, ihr Lieben. Macht's gut. Tschüssi.